hängt da jetzt gerade Manchu fest. Alle drei Vögel und Eulen haben einen sogenannten Beutekrampf. Das heißt, wenn die ihre Beute gepackt haben, können die im ersten Moment nicht loslassen. In der Natur macht das Sinn, damit die Beute nicht mehr abhauen kann. Mit der Maus, das Kaninchen, was auch immer. Wenn es hier mal passiert, dass er sich im Handschuh zu schwer verhakelt hat, dann will er schon los und kann noch nicht. Dann hängt er mal kurz da unten. Wahnsinn. Die Wüstenmoussade sind seit den 90er Jahren auch hier in Deutschland vertreten. Irgendwann schwappt das so ein Video eben gemacht. In Amerika geht man schon lange mit denen auf die Beizjagd. Hier auch vermehrt mit den Frauen.